Dennis, Europa ist für viele Leute weit weg. Tatsächlich beeinflusst Europa unseren Alltag viel stärker, als die meisten vermuten. Was bedeutet Europa für dich? Ja, es geht zum einen natürlich um die Alltagsdinge, die vielen von uns häufig nicht bewusst sind und gar nicht merken, dass es sich um Regelungen handelt, die aus Europa kommen. Ich will einfach mal als Beispiel nennen, dass es ab nächsten Jahr verpflichtend ist, für alle Handyhersteller einheitliche Ladegeräte herzustellen. Ist für viele Verbraucher eine wichtige Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die Europa getroffen hat. Auch die Begrenzung von Roaminggebühren. So nimmt man als Verbraucher gerne in Kauf und vergisst aber, wo solche Entscheidungen hergehen. Und die andere Ebene, um die es natürlich geht, das sind die großen Leitlinien, für die wir natürlich auch als Union besonders einstehen. Das sind die Schlagworte Frieden und Freiheit und das sind natürlich auch die Schlagworte stabile Währung und Wirtschaftswachstum. Und wer am Anfang des Jahres noch gesagt hat, die Schlagworte Frieden und Freiheit, das sei ja alles nur noch etwas für Sonntagsreden. Und damit kann man doch keinen mehr hinterm Ofen mehr vorholen. Und die Generationen, die das noch bewegt, die sterben langsam aus. Der muss ja jetzt nur mal den Fernseher anschauen und sich die Situation in der Ukraine ansehen, wo die Menschen eben von solchen stabilen Rechten und von solchen stabilen Möglichkeiten wie bei uns in Europa einfach nur träumen, wo die Menschen für auf die Straße gehen, ihre Gesundheit und ihr Leben riskieren. Und das ist nicht Tausende von Kilometern weit weg, meine Damen und Herren, sondern setzen Sie sich in Berlin ins Auto, fahren 600 Kilometer geradeaus, dann kommen Sie mitten in der Ukraine raus. Das ist direkt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Und auch die Tatsache, dass Sie hier in Deutschland und in der Europäischen Union Ihre Meinung einfach offen kundtun können. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn Sie sich die schwierige Situation in der Türkei ansehen, wo YouTube und Twitter und Facebook gesperrt werden, das ist bei uns in der Europäischen Union und bei uns in Deutschland undenkbar. Hier können Sie sich hinstellen, hier können Sie auch zum CDU-Stand kommen und uns beschimpfen, wenn Ihnen danach ist, ohne dass es rechtliche Konsequenzen hat. Und das ist ein hoher Wert. Und auch das hat mit Europa zu tun. Und Sie entscheiden morgen mit Ihrer Stimme nicht über die Neubesetzung der Gurkenkrümmungsgrad-Normungszentralstelle, sondern Sie entscheiden morgen mit Ihrer Stimme, wie es in Europa und mit Europa weitergeht. Und ich habe gerade das Schlagwort stabile Währung genannt. Auch das ist ein zentraler Punkt. Und auch hier an dieser Stelle muss man festhalten, da sind wir als Union die einzige politische Kraft, die wirklich auch dafür gerade steht und einsteht, dass unsere Währung stabil bleibt. Wir wollen nämlich nicht wie Rote, Dunkelrote und Grüne eine Schuldenunion und Eurobonds, sondern wir wollen stabile Währung. Wir wollen auch weiterhin anderen helfen, anderen Ländern helfen, aber nur, wenn sie auch bereit sind, sich weiterhin auch selber zu helfen und Reformen auf den Weg zu bringen. Wir wollen keine Blankoschecks ausstellen, denn am Ende, meine Damen und Herren, geht es nicht um das Geld von Bankern und von Bonzen und von Zockern, sondern am Ende geht es um unsere Steuergelder und damit heißt es auch, verantwortungsvoll umzugehen, meine Damen und Herren. Also, und ein ganz wichtiger Punkt. Viele Menschen sagen, wir sind von Parteien enttäuscht, wir sind von Politikern enttäuscht. Das mag alles sein, aber die meisten Menschen in diesem Land haben keine Lust, dass ihre Interessen am Ende von NPD, Republikanern, Linksradikalen oder anderen Spinnern vertreten werden. Und wir haben bei dieser Europawahl keinerlei Sperrklausel mehr. Das heißt also, wer nicht wählen geht, wer zu Hause bleibt und sagt, sollen sich andere darum kümmern, der rollt den extremen Gruppierungen den Teppich aus, die am Ende eben nicht Europa weiterentwickeln wollen, sondern die Europa kaputt machen wollen und die nur nach Europa wollen, um sich selber die Taschen voll zu machen. Und das kann niemand wollen und deswegen ist es so wichtig, morgen auch wählen zu gehen. Sie entscheiden morgen mit Ihren Stimmen über den Politikwechsel hier in Bochum bei der Kommunalwahl und Sie entscheiden morgen mit Ihrer Stimme über stabile Verhältnisse in Europa und beides wird nur gelingen mit Ihren Stimmen für die CDU.